Was ist eigentlich Office 365? Das ist Lisa. Lisa hat ein Problem. Sie hat so viel zu tun. Hausaufgaben, Berichte, das Praktikum, Bewerbungen und die Gruppenpräsentation nächste Woche. Wie soll sie das alles schaffen? Und das, wo sie doch eh schon diesen vollen Stundenplan hat. Sie hat doch kaum Zeit und selbst in den Freistunden kann sie nicht arbeiten. Die Sachen sind doch entweder dann zu Hause oder in der Schule. Aber alles andere ist doch total umständlich. Das muss doch nicht sein, denkt sie sich. In der heutigen Zeit muss es doch dafür eine Lösung geben. Das geht doch besser. Stimmt. Und deshalb erhalten alle Schüler unserer Schule Office 365. Aber was bedeutet das eigentlich? Ganz einfach. Mit Office 365 erhält sie die gängigen Office-Produkte wie Word, Excel oder PowerPoint als webbasierte Version, mit der sie von jedem internetfähigen PC darauf zugreifen kann. Und nicht nur das, sie erhält auch zusätzlich 1 TB Online-Speicher zur freien Verfügung. Das sind umgerechnet 66 Millionen DIN A4-Seiten. Immer noch nicht genug? Natürlich kann sie das Office-Paket auf ihrem Heimrechner oder ihren mobilen Endgeräten installieren. So hat sie immer alles dabei. Toll, denkt sie sich. Jetzt kann sie ihre Freistunden besser nutzen. Auch die unterschiedlichen Arbeitsplätze zu Hause und in der Schule sind kein Problem mehr. Und wenn sie mal zu Hause üben möchte, hat sie auch direkt die passende Office-Version zur Hand. Besser geht's nicht. Und auch die Gruppenpräsentation ist überhaupt kein Problem mehr, denn mit Office 365 können alle Gruppenmitglieder, egal von wo, zeitgleich an Dokumenten arbeiten. Hier nochmal eine kleine Übersicht, was Sie nun erhalten können. Sie erhalten Vollzugriff auf das Paket Office 365. Dafür entstehen Ihnen keine Kosten, bis zu 6 Wochen nach Abschluss haben Sie noch Zugriff auf Ihren Account und Sie sind technologisch gesehen absolut up to date. Created using Powtoon.